Wir sind jetzt schon 4 Wochen da bald. Ich war am Anfang auch immer da und in der letzten Zeit nur noch so die Hälfte der Zeit. Inzwischen schaut es für mich so aus, als würde es einfach nicht weniger werden, weil vor einer Woche dachte ich, okay, jetzt geht's wieder bergauf und jetzt bringen wir wieder alles dran. Und dann haben wir aber noch mehr abgebaut und noch mehr Kleinigkeiten gefunden, die wir abnehmen und lackieren wollen und noch mehr schleifen, obwohl ich dachte, dass es schon alles fertig ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wird mir ein bisschen zu viel und ich habe ein bisschen Heimweh. Und deswegen werde ich jetzt nach Wien fahren. Der Daniel wird das alleine fertig machen. Der Daniel hat so viel Tatendrang und das habe ich einfach nicht. Ich habe nicht so viel Geduld. Ich möchte sehen, dass was weitergeht. Und wenn ich nicht sehe, dass was weitergeht, dann habe ich keine Motivation mehr. Und ja, die zweite Schicht von der Rostschutzfarbe ist drauf. Ist jetzt eigentlich überall. Und heute werden wir ein bisschen was im Bodenblech schweißen, weil wir da nämlich ein paar Rostlöcher haben. Und da werden wir was hinschweißen, so dass das nicht so löchrig bleibt. Das ist wie in so einem Kinderbuch, wo man diese Laschen aufmachen kann. Was verbirgt sich hinter dieser Lasche? Rost. Die hat ratzfatz mal ein perfektes Blech reingeschweißt. Die ersten Teile, die wir rausgenommen haben, um sie mit Rostschutzfarbe zu lackieren, kommen jetzt wieder rein. Also es geht wieder zum Zusammenbauen. Dani, du musst mich filmen, wenn es dann gut aussieht. Gestern Abend habe ich dann alle Vorbereitungen abgeschlossen, den Boden noch mit so einer Plastikplane ausgelegt und heute sprüht Didi den Unterbodenschutz unten auf unser Auto drauf, weil ich habe gesagt, ich bin so überfordert damit. Also jetzt, ich meine, es hört sich zwar einfach an, aber wo kommt es drauf? Wie macht man, wie trägt man es am besten auf? Es ist halt auch, ich wollte nichts falsch machen, weil wenn du es mal falsch hinsprühst, dann kriegst du es so schwer ab, weil es halt so klebt, was wie soll. Und ja, deswegen. Es ist heute Valentinstag. Es hat, glaube ich, heute 12 Grad oder so gehabt. Hat den ganzen Tag die Sonne geschienen. Ich habe mich endlich wieder mal geduscht, frisch angezogen. Jetzt kommt der spannende Moment. Er sieht wieder recht normal aus, auch unten rum. So, jetzt berührt er gleich wieder das erste Mal den Boden. Handbremse funktioniert noch nicht, deswegen dient der Unterfahrschutz mal als Keil. Und jetzt... Ja, Pumpe hört sich anders an. Hinten, unten. Ein bisschen säuselt sie eben am Anfang. Aber das sollte nicht stören. Dann probieren wir es mal. 1, 2, 3... Wie ein Einser, urgut. Okay, beim Gasgeben quietscht was. Naja, lass mal laufen. Das Quietschen, wenn ich Gas gebe, ist weg. Stolz wie Oscar sei jetzt. Jetzt wieder mal gewaschen. Überall, wo man hinfasst, man hat sofort dreckige Hände. Nachdem das Dach auch dreckig ist. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen Diesel in den Tank. Und allein, wie riesig die Halle wirkt, wenn der Defender nicht drinnen steht. Das sieht aus wie ein Festraum für 50 Leute. Und was noch ist, der Defender ist ja eigentlich ein großes Auto. Jetzt fühlt sich die Ladekante einfach so tief an, weil halt... Und auch das Einsteigen und wenn ich drunter schaue, ist nur so eine Handbreit Platz unter dem Differential. Ich war jetzt 5 Wochen gewohnt, 6 Wochen gewohnt. Hecktür auf ist dieses Level. Ja, das ist jetzt mal so die Grundidee. Alles eben mit Karton da reingebastelt. Bett wandert von links unten nach rechts oben. Wird einmal ausklappbar. Da vorne in der quasi in der zweiten Sitzreihe wird alles mit Wasser sein. Ja, so stelle ich mir das alles ganz praktisch vor. Mal schauen, wie das wirklich in Wirklichkeit dann wird. Jetzt geht's an den Innenausbau.
bastel da gerade an einem Tempomaten. Und den kann man sich entweder fertig eben für 115 Euro kaufen, aber weil wir ja so viel Zeit haben, haben wir uns entschieden, das selber zu machen. Weil der fertige Satz, den man kaufen kann, der besteht im Prinzip auch nur aus diesen Kabelschuhen. So, es sind wieder ein paar Tage vergangen. Ist mittlerweile wirklich ein Innenausbau erkennbar. Und sonst halt ganz viel Kleinzeug, das man halt jetzt nicht so wirklich sieht und wo man auch nicht so viel Arbeit dahinter erkennt, aber halt die Batterie zu verkabeln. Ja, sonst Wechselrichter kommen noch rein, dann ein Relais, das quasi so eine Sicherheitsabschaltung ist für die Batterie. Sicherungen, Sicherungskasten. Ja, aber sonst bin ich echt zufrieden. Die Karin kommt in 6 Tagen und ja, langsam wird es echt Frühling. Also wenn man sich jetzt so zurückdenkt, Ende Februar waren wir letztes Jahr in Portugal, Spanien, Barcelona, sowas in die Richtung. Hatten gerade unser Scheibenwischerproblem. Und ganz oft, wenn ich halt das jetzt im Auto herumbastel, denke ich mich immer zurück in die Wärme, wo wir auf Sardinien, Sizilien waren, wo es wirklich jetzt dann das Jahr wieder gestartet hat und es wirklich wieder wärmer geworden ist. Das war echt, das war so schön damals. Und das motiviert ungemein, also ja. Ist jetzt alles angeschlossen. Mal schauen. So, zur Sicherheit messe ich jetzt nochmal nach. Gut, es gibt noch ein paar Mysterien zu lösen. Aber jetzt kommt auf jeden Fall der spannende Moment. Leerlauf, damit es nicht durch die Wand von der Halle springt. Jetzt sollte eigentlich sich hier was tun. Ich sag's euch, wenn das alles funktioniert am Ende und man sich einfach nicht mehr drum kümmern muss, das wird so toll werden, aber es ist einfach so eine Heidenarbeit. Es ist wie so ein Logikrätsel, wo man einfach so wirklich ganz lange dran sitzt und denkt, das muss dahin, das muss dahin, das muss dahin und dann passt das nicht, aber es macht wirklich Spaß. Also so ist es nicht. Nachdem wir mehr oder weniger alles verwenden dürfen, was hier in der Halle ist und von einem alten Innenausbau sind noch so Scharniere übrig. Ich wollte die eigentlich nicht verbauen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt anfange, irgendwie Scharniere zu verbauen, dann wird das alles zu kompliziert und dauert zu lange. Und dann habe ich gestern mit der Karin telefoniert, ja, ich brauche eine Idee für diesen Bereich des Autos da. Und sie so, ja, und wenn du es mit Scharnieren machst, ich so, ja, voll, es gibt ja noch die Scharniere, aber ich habe sie voll ausgeblendet. Baue ich einfach mal Laden und das ist irgendwie, glaube ich, die Königsdisziplin, weil halt da alles recht genau passen muss. Weil halt ein schiefes Regal oder eine schiefe Kiste, das ist alles okay. Aber halt bei Laden, was sich bewegt, das ja, sollte halt gut ausschauen. Aber ich habe mir halt das als Grundsatz gesetzt, dass obwohl ich jetzt diesen extra Aufwand mache mit dem Laden, wenn ich was falsch mache, mache ich es nicht nochmal. Also wenn es schief wird, dann wird es schief, aber ich tue mein Bestes. Ja gut, seitlich hakt es noch ein bisschen. Und der größere Schatz ist, dass das hier von der Batterie, weil das Relais quasi der Sicherheitsschalter von der Batterie, also wenn die Batterie sagt, es stimmt was nicht, dann sollte das automatisch abschalten und das funktioniert eben nicht. Ich habe jetzt eben lange auch mit dem Typen telefoniert, der uns das verkauft hat. Er kann sich das auch nicht erklären. Ja, es wird halt nicht fertig. So ist es. Ich mache jetzt alles mehr oder weniger reisefertig. Also ich beende quasi alle Projekte, auch die, die noch nicht fertig sind. Und werde jetzt dann hier die Halle zusammenräumen. Und ja, war auf jeden Fall eine unglaublich super Zeit. Im Nachhinein hätte man sich die Zeit vielleicht anders einteilen können. Wir werden das schon irgendwie fertig kriegen. Jetzt werden wir erstmal wegfahren von da. So habe ich mir das jetzt circa vorgestellt. Es ist eigentlich fertig. Funktioniert mittlerweile auch. Ja, so sieht's aus. Von außen sieht das Bett halt ein bisschen höher aus als das letztes Mal. Das schaut noch ein bisschen komisch aus, aber vielleicht kann man da irgendwie mit einem dunkleren Leintuch das dann anders lösen. Vorher habe ich den Defender feucht rausgewischt und dann gehe ich so langsam auf Knien rückwärts raus und steige auf den Boden und steige genau mit dem Schuh in den Kübel. Aber ja, es war wenigstens warmes Wasser. Ich schmeiß jetzt mal alles auf jeden Fall rein, was wieder mitkommt. Das schaut schon echt gut aus. Und da
Alles das da ist noch unser Zeug, das mit nach Wien muss. Der Defender ist jetzt schon recht voll. Ich meine, natürlich, im Defender kann man viel mitnehmen, aber es wird echt bis zur Decke oben hin voll sein. Es ist wieder spät geworden, 2:30 ist es, und in circa 12 Stunden fliegt die Karin schon von Wien weg. Und morgen, also noch zweimal schlafen, aber trotzdem morgen, fahren wir schon Richtung Schweden. Ich fahre so gerne mit dem Defender jetzt wieder. Und wir haben auch eine Lightbar jetzt dran gemacht. Ich bin immer ganz glücklich, wenn ich lange arbeite hier in der Halle. Weil dann, wenn ich nach Hause fahre mit dem Defender, ist halt dann niemand auf der Straße. Und ich kann auch innerorts und quasi im Straßenverkehr, wo es eigentlich verboten ist, kann ich dann auch die Lightbar anmachen. Und ja, also insofern passt das. Ich war noch bei Globetrotter und habe einiges eingekauft. Meine Tasche und mein ganzer Rucksack ist voll. Das habe ich nicht alleine eingekauft, das haben Karin und ich schon damals zusammen ausgesucht, bei uns dann quasi noch Bedenkzeit geholt. Ich habe gerade Karins Jacke an, weil die ist einfach viel wärmer als meine. Ich möchte mir wahrscheinlich auch noch so eine kaufen. Ich bin untypisch für den Defender und untypisch für mich eine Stunde zu früh am Flughafen. Und ich bin irgendwie recht gerne immer auf Flughäfen, also gar nicht, muss gar nicht mal selber fliegen, einfach Leute hinbringen, abholen oder so, ist für mich immer ganz super. Lustigerweise habe ich meinen Schlafsack sogar griffbereit hier gelagert. Und die Jacke, ich sag's euch, also das ist echt was Tolles, was die Karin da hat. Sogar mit Nachttischchen hier, wo man sein Handy hinlegen kann. Was ich schon lange nicht mehr in die Kamera gesagt habe. Gute Nacht. Karin ist gelandet und... Ich weiß nicht, ob ich je wieder ein Auto ohne Bett und Schlafsack haben möchte. Das ist einfach das Allerbeste, sich jederzeit angenehm ausruhen zu können. Und da direkt neben der Flughafentankstelle ist so ein Glasgebäude und da steht Attempto Racing. Könnt mir vorstellen, es gibt schönere Orte für einen Showroom. Ein McLaren, hinten steht ein Lamborghini, lauter Porsche in Rennkonfiguration. Ein paar so mega teure Oldtimer. Ein Fiat 500 in Gelb dort hinten. Auf jeden Fall erinnert mich das so an Seen Through Glass, den YouTube-Kanal, den ich schon ewig schaue und sehr gern schaue. Ich weiß nicht, inwiefern sich unsere Zielgruppe, also ihr, mit der Zielgruppe von Seen Through Glass schneidet. Aber es wäre cool, wenn das ein paar kennen würden und es ein bisschen wiedererkennen würden. Ja, ich war die ganze Zeit krank, konnte leider gar nichts tun. Und jetzt bin ich wieder da und mir geht's relativ gut. Ich muss jetzt noch ein bisschen Antibiotikum nehmen, aber ich bin bereit zu reisen und ja, ich freue mich extrem. Wie findest du das Auto? So, so cool, so viele Sachen, die mir vielleicht noch gar nicht alle aufgefallen sind. Und es ist einfach, oh, es ist so schön, wieder da zu sein. Was für eine Bombe hat denn hier eingeschlagen? Wir waren jetzt fast, also du warst fast 7 Wochen da und wir haben halt hier aufgeräumt. Genau, und jetzt ist noch mein Koffer dazugekommen. So, wir sind hier und wir wollen bis Ölmeberg zu der Farm, wo wir vor 2 Jahren so lang waren, bis Stockholm, von Stockholm mit der Fähre, mit der Personenfähre nach Turku, die Wendler besuchen, zur Sauna fahren, zurück hierher, das Auto komplett voll rammeln, dann nach Zürich, Gabo und Jasmin besuchen und dann nach Wien. So schaut es gerade aus im Auto. Wir haben alles eingepackt, fahren jetzt noch ein letztes Mal in die Halle. Die Türdichtungen sind jetzt das Letzte, was wir machen, bevor wir wegfahren. Das bringt uns wieder 1 Million Klicks. Das sind die alten, das sind die neuen. Und die sind erst so spät gekommen und deswegen machen wir das jetzt noch fertig. Wo fahren wir hin? Nach Schweden. Allerbestes Wetter, um wegzufahren. Ja. Angeblich soll es die ganze nächste Woche schneien. Ja, im Moment haben wir noch Regen. Wenn wir den Regen auf Schnee umtauschen könnten, dann wäre das echt super. Und wenn wir Leuten erzählen, was wir in den letzten 2 Monaten am Defender gemacht haben,
dann kommt relativ bald meistens so ein, boah, da musst du ja urviel Geld ausgegeben haben. Ja, die Ausgaben für den Defender waren eben für den Unterbodenschutz, für die Hohlraumversiegelung, für ganz viel Kleinzeug insgesamt 400 Euro und dann nochmal ein extra Riesenposten für Defender-Teile. Da haben wir bei diversen Online-Shops aus Großbritannien knapp 1000 Euro gelassen. Ich finde halt vor allem, wie viele Teile wir für 1000 Euro bekommen haben. Ja. Es ist schon eigentlich riesig, die Menge. Hm. Ja. Okay. Wenn du denkst, dass quasi von einem neuen Auto kostet der Scheinwerfer 1000 Euro. Ja. Einen Scheinwerfer. Ja. Und dann eben der Innenausbau. Wir waren echt oft beim Baumarkt und da sind auch insgesamt 500 Euro zusammengekommen an Holz, Schrauben, Winkel, bla bla bla. Und dann eben noch für das ganze neue Wassersystem, was wir jetzt haben, sprich die ganzen Kanister, wir haben einen Warmwasserheizstab und Wasserfilter, sind nochmal 350 Euro dazu gekommen. Und dann für unseren neuen Spirituskocher, den wir noch aktuell testen, bevor wir euch eine Empfehlung oder nicht herausgeben, haben wir nochmal 130 Euro gezahlt. Ja. Genau, also Investitionen. Aber soweit sollten wir jetzt vorbereitet sein auf die nächste große Reise. Ein paar Sachen, die ihr quasi im Video noch nicht gesehen habt, sind da jetzt auch noch nicht drinnen. Aber ja, soweit quasi alles, was man jetzt mal im Video gesehen hat. Und die Batterie haben wir schon gesehen. Voll. Und nachdem wir eine Lithium-Batterie haben, kommt zu diesem riesigen Thema nochmal ein extra Video. Wir hoffen, diese ersten zwei Lebenszeichen von uns haben euch gefallen. Servus. Schön, dass ihr wieder da seid. Und Baba, ja.